Gut und hallo zu einer neuen Ausgabe von Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Hier mit Schoki Banoki, Sascha und Christian. Heute am 18. März, Geburtstagskind des Tages, Peter Kraus, ja. Ein Jugendidol von Sascha. Sugar Baby! Wow, Sugar Baby! Ja, genau, ich merke schon. Ja. Peter und du, ganz dicke Kumpels, ja. Ja, man kennt's halt. Man kennt's halt. Der hat immer den Heinz-Erhardt-Film mitgespielt. Jedenfalls in meiner Erinnerung. Weiß ich nicht so genau. Im Klassenzimmer. Ja, das hat er mit zum Beispiel, ja. Aber ich meine, der hat immer zu dieser Heinz-Erhardt-Zeit hat er irgendwie mitgemacht. Hm. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt miteinander verknüpfe, aber ist egal. Ja. Das ist Peter Kraus. Herzlichen Glückwunsch, Peter Kraus. Das war noch am 18. März. Am 18. März 1992 wurde in Finnland entschieden, dass man der Europäischen Union beitritt. Okay. Wann war das? 1992. Okay. Ja. Und das war am 18. März. Heute am 18. März. Und am 18. März auch war, was sag mal? 1986. Da landet zum ersten Mal eine Concorde in der DDR. Ach so. In der DDR, ja. Da vorher halt nicht. Und wie gesagt, das war der Tag 1986 zum ersten Mal. Warst du eigentlich mal in der DDR? Ich war 1989 in der DDR. Also dann irgendwie so Schule. Kurz bevor die... Ich war auch in der DDR, genau. Da war die Grenzen schon auf. Und da war ich... Erfurt war ich. Ach so, nee. Wir haben Berlin Abschlussfahrt irgendwie gehabt. 10. Klasse oder irgendwas, glaube ich, war das. Ja. Und da sind wir eigentlich nur... eine Woche lang total stramm durch Berlin gelaufen. Und das sind so meine Erinnerungen an die DDR. Die DDR. Bei mir war es Erfurt, ja, wie gesagt. Alles grau, alles dunkel damals. Aber heute ist ja super. Heute ist Erfurt schön. Landschaft. Aber richtig schön. Richtig, ne? Mensch. 18. März, Happy Birthday, Peter Kraus. 1992 am 18. März, Finnland tritt der EU bei. 1986 ist zum ersten Mal eine Concorde in der DDR gelandet. Das ist doch Wissen, dass man heute noch irgendwie da irgendwie in die Welt tragen kann. Richtig, haut's raus. Cheerio, Miss Sophie.